Auf der Ratsseite sehen wir eigentlich im Wesentlichen das, was wir auch im deutschen Hochfrequenzhandelsgesetz sehen, in der Definition des Hochfrequenzhandels, hier also genauer gesagt diese High-Frequency Algorithmic Trading Technik, die sich im Wesentlichen auszeichnet dadurch, dass es Strukturen sind, die die Latenz minimieren sollen, dass es darum geht, dass wir hier wieder diese systemseitige Generierung der wesentlichen Order-Parameter und der Order selbst und auch der Routing-Decision haben und dass es um diese hohen Message-Raten, also dieses hohe Mitteilungsaufkommen hier jeweils geht. Wichtig ist aber dabei, dass in dem Council-Text das wiederum auch genutzt wird, um damit die Ausnahmen in Artikel 2 zu klären. Das heißt, in dem Council-Text werden diejenigen Eigenhändler, die eben auf Basis dieser Technologien Hochfrequenzhandel betreiben, nicht mehr von der MiFID ausgenommen. Ja, und damit hat das hier natürlich eine direkte Wirkung und damit nutzt hier der Rat diese Definition explizit, um damit die Ausnahmen auch von der MiFID zu definieren und damit eben den hochfrequenzhandelsbasierten Eigenhandel explizit unter das Dach der MiFID dann auch zu ziehen. In den weiteren Council-Texten wird sowohl im 17 und auch im Artikel 51 dann nicht mehr zwischen Algo-Trading und Hochfrequenzhandel differenziert. Auf der Parlamentsseite sehen wir zwei Definitionen, nämlich einmal die Definition von Hochfrequenzhandel, wieder mit diesem Latenz minimierend als zentrale Idee, und dann eine Definition, ja, die einerseits betont, es ist Eigenhandel, und dann aber sagt, aus 5 verschiedenen Kriterien sollen dann mindestens 2 gelten. Und diese Kriterien sind dann auch noch quantitativ bestimmt, zum Beispiel über den Portfolio-Turnover pro Tag oder über die Frage, wie viel der Transaktionen denn über Venues gemacht werden, wo es asymmetrische Preismodelle gibt, also Maker-Taker-Pricing-Konzepte. Und das ist natürlich durchaus schwierig, weil solche quantitativen Schwellwerte natürlich potenziell auch dazu einladen, diese dann auch gerade mal zu unterschreiten. Und ich glaube, dass es nicht der ideale Weg ist. Und wenn man die Diskussion hier verfolgt, hört man auch relativ deutlich raus, dass es im Endeffekt doch auf eine Definition rausläufen wird, die sehr nah am Council-Vorschlag ist. Und das ist aus meiner Sicht auch sehr sinnvoll. In diesem Summary-Dokument finden Sie aber keine Information darüber, wie die Definition zum Schluss sein wird, sondern die genaue Definition wurde dann in die technischen Arbeitsgruppen verwiesen, sodass wir hier noch sehen werden, was denn tatsächlich als echte Definition und Abgrenzung zwischen Algo-Trading und High-Frequency-Trading dann auch rauskommt. Wichtig ist dabei, dass das Parlament in dem Parlamentstext explizite Anforderungen im Artikel 17 oder im Artikel 51 auch an die Definition koppelt. Ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Hier wird diese Definition der Hochfrequenzhandelsstrategie auch dann in den späteren wesentlichen Artikeln explizit genutzt. Wie sieht das im deutschen Hochfrequenzhandelsgesetz aus? Zunächst einmal die Definition wiederum Algo-Trading als Handel, bei dem ein Computeralgorithmus die wesentlichen Order-Parameter automatisiert bestimmt. Das ist die Definition, wie gesagt, glaube ich, die mittlerweile Konsens ist. Wichtig ist, dass hieran natürlich die wesentlichen spezifischen Organisationspflichten des 33 Wertpapierhandelsgesetzes gekoppelt sind. Ja, und damit ist das, was dort als Organisationspflichten geregelt ist, eben nicht nur anwendbar für den Hochfrequenzhandel, sondern für Algo-Trading, für jede Form von Algo-Trading, die eben in diese Definition passt, wo dementsprechend spezielle Risikomanagementverfahren und Ähnliches für eben den algorithmischen Handel aufgebaut werden müssen. Ganz, ganz wichtig ist dann aber die Definition des Hochfrequenzhandels im deutschen Kontext, weil, wie wir alle wissen, diese Definition dann dazu führt, dass diese Art von Geschäft, diese Art von Handel eine Finanzdienstleistung nach dem KWG ist und eine Wertpapierdienstleistung nach dem WPAG und damit natürlich die Erlaubnispflicht induziert und alle Folgepflichten aus dem WPAG und auch die Folgepflichten aus dem KWG, Eigenmittelanforderungen, Organisationspflichten, Meldepflichten, all dies auf die Häuser zukommt, wenn sie denn hier als, und das ist auch wichtig, mittelbare oder unmittelbare Teilnehmer an einem deutschen Marktplatz, an einem deutschen Trading-Venue, egal ob regulierter Markt oder MTF,
als Hochfrequenzhändler agieren. Und das ist natürlich eine Diskussion, ja, die sehr, sehr intensiv geführt wurde. Darüber können wir auch gerade über diese Rolle des mittelbaren Teilnehmers, der ja dadurch definiert ist, dass er einen Direct Market Access hat, also die ID eines anderen unmittelbaren Teilnehmers für seinen Handel nutzt. Das ist natürlich eine ganz wichtige und spannende Diskussion auch in diesem Kontext. Ganz zentral ist in der Definition des deutschen Hochfrequenzhandelsgesetzes, dass wir es hier mit einer Typisierung von Hochfrequenzhandel zu tun haben. Ja, das steckt insbesondere in diesem Wort Characterized By, ja, wo man sagt, das sind grundsätzlich Arten von Handel, die dadurch charakterisiert sind, dass sie gewisse Eigenschaften erfüllen, nämlich genau das, was wir auch in der Ratsdefinition eben gesehen haben, latenzminimierende Infrastrukturen, eben diese Systemgenerierung von Orders und auch dieses hohe untertägige Mitteilungs-, das hohe untertägige Orderaufkommen. Die BaFin ist hier sehr viel konkreter geworden. Die BaFin hat in ihrem Informationsschreiben gesagt, Hochfrequenzhandel liegt dann vor, wenn diese drei Kriterien kumulativ erfüllt sind. Ja, das würde ich sagen, liest man aus diesem Gesetzestext nicht unbedingt so abschließend raus, aber die BaFin hat sich diesbezüglich sehr, sehr klar geäußert und sie hat dann auch, ich denke, wie die meisten, die sich damit beschäftigt haben, wissen, auch sehr klar definiert, was sie unter latenzminimierenden Infrastrukturen versteht, nämlich dort, wo ich Colocation nutze, dort, wo ich Proximity nutze, dort, wo ich einen High-Speed-Marktzugang nutze und hat das dann auch weitergehend über die Bandbreite, also diese 10 Gigabit pro Sekunde konkretisiert. Und hat auch eine Aussage dazu getroffen, was hier ein hohes untertägiges Mitteilungsaufkommen ist, nämlich genau diese 75.000 Messages pro Teilnehmer, pro Trading-Venue, pro Handelstag gemessen über einen gleitenden Durchschnitt von 250 Handelstagen, der ja dann auch ab nächste Woche, also ab dem 14.11. Greift. Ja, von daher sehen wir in der Definition hier im deutschen Kontext schon sehr viele konkrete Ausgestaltungen. Wenn man die Diskussion auf der europäischen Ebene sieht, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Definitionen, die wir dann in dem finalen MiFID II-Text sehen werden, sehr, sehr nahe sind an dem, was wir hier an Definitionen einerseits für Algo-Trading und andererseits für Hochfrequenzhandel dann auch im deutschen Text haben werden. Diese Definition induzieren dann die entsprechenden Anforderungen. Deshalb will ich hier in diesem dritten Schritt darauf eingehen, welche Anforderungen sehen wir denn für Algo-Trading einerseits und für den Hochfrequenzhandel andererseits, die sich, wie gesagt, einerseits auf die jeweiligen Häuser wirken aus dem Artikel 17 im Titel 2 der MiFID und dann natürlich auch auf die Trading Venues aus dem Artikel 51 im Titel 3 der MiFID, der ja hier die Regulated Markets regelt. Schauen wir uns das an, dann haben wir zunächst einmal in dem 17.1, der darüber spricht, dass es hier entsprechende Systeme und Risikokontrollen gibt, da haben wir ja auch schon vieles von den ESMA Guidelines in der Richtung gehört, die eben dafür sorgen sollen, dass hier Fehler vermieden werden, dass ausreichende Kapazitäten und so weiter da sind, will ich nicht alles vorlesen. Hier, glaube ich, kein relevanter Diskussionspunkt. Hier gibt es Agreement zwischen Kommission, Parlament und Rat und ich glaube, das werden wir auch dann so in den finalen Texten sehen. Der 17.2 bezieht sich dann auf die Informationsbereitstellung an die jeweils zuständigen Behörden, wo dann entsprechend Informationen über die Strategie, die wesentlichen Parameter und die anderen Dinge, die hier aufgelistet sind, genannt werden. Das Parlament hat es ergänzt um einen durchaus wichtigen und relevanten Punkt, der auch nach den Aussagen aus diesem Trilog jetzt vor 3 Wochen auch kommen wird, nämlich die Tatsache, dass diejenigen, die Hochfrequenzhandel betreiben, auch einen sogenannten Raw Audit Trail, also ein Wegschreiben der Transaktionsdaten, der Quote-Daten, je nach Strategie, die sie verfolgen, auf den jeweiligen Marktplätzen durchführen müssen. Ich glaube, das ist ein durchaus sinnvoller Ansatz. Die Frage ist nur, wie ist dort Nutzen relativ zu Kosten? Ja, wenn wir hier diese Häuser jetzt uns anschauen, dann haben die natürlich Parameter, sie haben Strategien, das ist das eine, das ist relativ statisch wegschreibbar, ja, das soll ja auch nach dem deutschen Gesetz weggeschrieben werden, damit es nachvollziehen werden kann, aber dass ich hier wirklich diesen Audit Trail, also jede Quotierung, jede Order, jeden Trade sozusagen wegspeichern muss, generiert natürlich, und ich denke mal, da wird eine Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren durchaus wahrscheinlich sein, generiert natürlich einen sehr, sehr relevanten Aufwand. Das ist okay, wenn man die Daten irgendwo nutzt und nutzen kann.
Aber was ich immer wieder gerne an der Regulierung kritisiere, ist, dass wir über Transparenzanforderungen und anderen Dinge viel, viel Daten generieren, aber relativ wenig Informationen, weil die Daten einfach in schwarze Löcher reinlaufen und niemand nutzt die. Ja, und ich habe so ein bisschen Sorge, dass das hier auch passieren könnte. Deshalb der gute Grundgedanke muss natürlich dann auch irgendwie in die Realität umgesetzt werden, dass irgendwann jemand mit den Daten was anfangen kann. Ja, und da bin ich nicht sicher, ob das unbedingt der Fall sein wird. Aber das, wie gesagt, aus dieser Summary geht relativ klar hervor, dass dieser Audit Trail, also diese Vorstellung des Parlaments, dann auch kommen wird. Dann regelt der 17.3 insbesondere das Thema Market Making. Hier kann ich Ihnen keine endgültige Lösung präsentieren. Hier sagt das Protokoll, das wird in die technischen Arbeitsgruppen delegiert, genau wie auch die Frage der finalen Definitionen in die technischen Arbeitsgruppen delegiert wurde. Hier haben wir durchaus relevante Unterschiede in den drei Texten. Die Kommission, also es gibt die Anforderungen an diese Art des Algo-Tradings, wo die Kommission sagt, die Anforderungen nämlich kontinuierlich zu quotieren, also den Markt Liquidität bereitzustellen, gilt für jede Form des Algo-Trading. Und das ist natürlich Worst Case für jemand, der eine marktschonende Order arbeiten will, der auf einer Marktseite ist, ja, der versucht, eine große Kauforder hier über einen Algorithmus VWAP oder wie auch immer in den Markt zu bringen, wenn er dann auf einmal Market Maker spielen muss. Ja, das wäre aus meiner Sicht völlig widersinnig. Und hier ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, wo man sehr scharf abgrenzen muss, was ist Algo-Trading einerseits und was Hochfrequenzhandel andererseits. In der Parlamentsversion werden diese Anforderungen dann direkt auf das Thema, gibt es ein Agreement zwischen dem Marktplatzbetreiber und diesem Intermediär für ein Market Making? Und wenn es dieses Agreement gibt und wenn Algo-Trading für die Erfüllung der Market Maker-Pflichten genutzt wird, dann müssen eben diese Anforderungen erfüllt werden. Das ist aus meiner Sicht sehr sinnvoller und auch, sagen wir mal, die Marktrealität abbildender Ansatz. Der Rat sagt hier, dass diese Market-Making-Anforderung dann umgesetzt werden soll, wenn der Algorithmus eine Market-Making-Strategie verfolgt. Das ist sicher sinnvoller als der Kommissionsvorschlag, der sagt, jede Form von Algo-Trading ist hier mit einem Market-Making dabei. Der Ratsvorschlag, wie gesagt, schränkt es auf diejenigen Algorithmen ein, die eben genau diese Strategie verfolgen. Dazu ist aus den Diskussion kein eindeutiges Ergebnis erkennbar, weil das eben in die Arbeitsgruppen dann verwiesen wurde. Und ich glaube, das hat natürlich einen sehr, sehr relevanten Einfluss auf unsere Marktstruktur und die Frage, wie kann man hier kalibrieren die verschiedenen Strategien, die eben im Algo-Trading einerseits und im HFT andererseits existieren. Dann das Thema Direct Market Access. Ich glaube, dort herrscht bezüglich der wesentlichen Anforderungen Konsens. Was das Parlament gefordert hat hier, ist Sponsored Market Access, also die direkte Anbindung an die Marktinfrastruktur, ohne dass die Order nochmal durch die Infrastruktur des Brokers durchgeleitet wird. Die direkte Nutzung der Marktinfrastruktur und die direkte Anbindung des Kunden an die Marktinfrastruktur und trotzdem die Nutzung der ID des Brokers, das, was wir als Sponsored Market Access hier verstehen, sollte in der Parlamentsversion, wie auch der sogenannte Naked Market Access, wo es überhaupt keine Vorhandelskontrollen mehr dann gibt, verboten werden.